Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tschernobyl Light. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört und sind quasi wieder neu gestartet in eine neue Runde Spielspaß und Sammlung hier in Russland. Oh, Elektroteile. Und wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, mit Teile sammeln, bevor wir zur Hauptmission gehen. Und wir wollten die Fragezeichen abklappern, die Nebenaufgaben. Ich guck mal eben noch einmal auf die Karte. Genau, wir müssen dahin, da sind die Fragezeichen, da auch. Da ist die Hauptquest und da ist noch ein Händler, glaube ich, hier. Und dann gucken wir mal. Boah, ich bin so gespannt auf das nächste Projekt von denen, wenn das ein Open-World-Spiel wird oder so. Also ich bin sehr, sehr gespannt. So, wie ich beim letzten Mal sagte, da oben drin ist was. Ich bin mir nicht sicher, ob wir reinkommen. Müssen wir mal gucken. Ich würde aber erstmal jetzt hier so ein bisschen looten. Das ist da drin, ne? Okay. Bevor ich jetzt hier weitergehe, versuche ich jetzt erstmal hier ins Gebäude zu kommen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir das hinbekommen. Schauen wir mal. So. Gut. Blub. Können wir das scannen, wenn wir wollen. Hier kommen wir schon mal nicht rein. Hallo? Vielleicht von oben? Ja, von oben kommen wir rein. Nice. Können wir so ein bisschen überblicken? Wie schön das einfach ist, das Spiel, ne? Was? Mach keinen Scheiß. Die Musik dabei, ne? Also richtig cool. War nicht hier jemand gewesen in diesem Raum? Ich entsinne mich, dass hier jemand mal gewesen ist oder so, oder? Oh, Brot. Lecker. Und Elektrikteile. Wir gehen mit so viel Sachen nach Hause. Sehr schön. Erinnert mich ein bisschen an Last of Us tatsächlich. So ein bisschen so die Musik und so ein bisschen alles das Verwahrloste. Gut. Alles mitnehmen, was wir können. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Hier sind auch... Oh, da ist jemand. Oder? Ja, ich glaube, das ist jemand. Ich meine, man kann den auch hinterrücks ausschalten. Ich bin mir aber nicht sicher, wie. Mit irgendeiner Taste, glaube ich. Ich wollte ihn nicht töten. Ich wollte ihn eigentlich nur... Oha. Meine geistige Verfassung ist gerade rapide runtergegangen. Warum denn nur? Ich wollte ihn eigentlich nur schlafen legen, aber okay. Wenn ihr der Meinung seid, liebe Entwickler, er muss so erstochen werden, dann ist auch völlig in Ordnung. Der Body wird mir jetzt sogar angezeigt. Aber letztes Mal war das aber nicht so schlimm, dass das so extrem... Dass man so extrem... Kommt der Glockenturm her. Dass man so extrem den Geisteszustand halt quasi... Es kamen ja noch ein paar Updates jetzt, seitdem wir letztens gespielt haben. Hallo? Ich wusste gar nicht, dass man hier auch noch Schränke öffnen kann. So, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier alles? Ja, okay. Wer hat das hier gerade reingeworfen? Das kam nur hier reingeflogen, oder meine ich das nur? Ich sehe schon Dinge. Das ist so schlimm. Das scheint mir ein Raum zu sein, der von hier aus... Ja, Dietrich. Okay. Haben wir nicht mit, ne? Nein, leider... Leider haben wir... Diese Geräusche. Leider haben wir keinen Dietrich mit. Weiß nicht, ob wir auch welche finden. So, mal gucken.
Ich finde das sehr krass halt, wie weitläufig das Ganze ist. Obwohl das nur ein Level ist, ne? Muss man einfach mal sagen. Oh, das ist mein Zimmer. Ja, krass. So. Ich scanne nochmal eine Runde. Die Spinde können wir nicht öffnen. Rot, sehr gut. Rot immer gut. Taschenlampe war, glaube ich, leer. Okay, geht's dann weiter nach oben? Ich bleibe erstmal hier. War das gerade schon da? Irgendwie, ich hasse Puppen. Ich hasse sie einfach. Okay, ich würde sagen, wir gehen hier mal nach oben. Wir werden wahrscheinlich hinten die Treppe auch wieder sehen und treff. Hey, meine Zuschauer. Entschuldigung. Was gucken die denn da? Tatjana gucken die. Hört auf, meine Frau anzugucken. Entschuldigung. Tut mir leid. Wollte den Fernseher nicht ausmachen, aber Schluss jetzt. TV aus. Schlafenszeit. Glotze aus. Zeit für die Haier. So. Ist doch so. Kinder haben um die Uhrzeit nichts mehr verloren. So, hier ist die Treppe. Genau. Da liegt noch was. Da ist nochmal Mechanikteile. Tür geht nicht offen. Die Tür geht offen. Wo führt die hin? Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, das ist der Übergang da drüben, ne? Zum anderen Gebäude. Alles klar, die sind wieder miteinander verbunden. Ich bleib nochmal eben hier. Ich finde das voll spannend, diese Erkundung hier. Oh. Hallo. Und ein Fernseher. Kann ich den nicht mitnehmen für zu Hause? Also für unsere Basis? Was? Was? Wer? Wo? Was? Wie? Wo? Hä? Ha! Hu! Ha! Was war denn? Ich... Okay. Ich geh mal rüber. Hui. Ganz viel Sachen. Oh, Schloss knacken. Du brauchst ein bestimmtes Item, um hier weiterzukommen. Vielleicht kannst du etwas passend an deiner Werkstatt, herstellen. Ja, das machen wir, sobald wir eine Werkstatt besitzen. Oh, hier Abendbrot. Mh, lecker. Hier kommt man eh nicht weiter. Oh. Ja, nehmen wir noch mal das Klebeband mit. Scheint ein Fahrstuhlschacht zu sein. Ich bin mir gar nicht sicher. So. Wie gesagt, unsere Aufgabe besteht ja immer noch darin... Oh, ich komme mal runter. Besteht ja immer noch darin, Tatjana zu finden. Das ist ja die Hauptquest quasi. Oder halt generell rauszufinden halt, was damals passiert ist. Bevor halt der Anschlag quasi gekommen ist und so. Und, ja. Oder nicht der Anschlag, bevor halt das Unglück passiert ist. So, ich versuche mal eher mich runter zu hangeln. Und dann kommen wir hier nochmal hin, dann können wir hier nochmal ein bisschen sammeln und looten. Oh. Ja, ich bleib erstmal noch hier oben auf der Etage. Noch einmal scannen, scanny, scanny. Okay, sonst ist hier aber auch nichts anscheinend. Gut. Wie kommen wir denn da rüber? Gibt's gar keinen... Okay, vielleicht eine Treppe drüben. Schauen wir mal. So, gut. Dann gehen wir mal runter. Alter, dieser Kirch... War nicht hier beim letzten Mal alles voller Nebel? Also voller Gas? Oh, was ist das denn da?
War nicht hier alles voller Gas und wir kamen hier nicht rein? Ist das also bei jedem Spieldurchlauf random oder was? So, wie komme ich jetzt da oben hoch? Gar nicht, oder was? Da ist eine Tür. Aber eine Leiter scheint sie nicht zu geben. Was ist das denn da? Hier ist noch eine Tür. Die geht nicht. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Мика. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Игорь. Внемли голосу из пустоты. Внемли голосу из пустоты. Повтори слова, слетающие с моих мертвых губ. Энмаранадомус, Навакрунатус. Энмаранадомус, Навакрунатус. Крудус, Круа. Крудус, Круа. Перестань хвататься за невозможное. Перестань хвататься за невозможное! Забудь о ней! Забудь о ней! Продолжишь копать, найдешь лишь боль! Продолжишь копать, найдешь лишь боль! Найдешь лишь то, что не умерло. То, что может покоиться вечно. То, что может пережить саму любовь. Найдешь лишь то, что не умерло. То, что может покоиться вечно. То, что может пережить саму любовь. Тебе обязательно раскапывать могилы. Окей, я. Ich dachte, er greift uns an, deswegen habe ich mal vorsichtshalber die Knarre geholt. Okay, er war besessen. Ja, das haben wir ja schon gemerkt, aber... Puh. Krass. Okay. Was ist denn das? Was? Komme ich denn da hin? Waren wir da oben schon? Ich muss nochmal nach oben. Genau, wir waren ja oben noch nicht komplett, ne? Hier gab es ja, glaube ich, noch andere Wege, oder? Oder? Achso, hier war ja zu, stimmt, genau. Das da unten ist irgendwas anderes. Muss hier so ein bisschen Überblick behalten. Ja, ja, du brauchst einen gewissen Gegenstand, der dir in der Werkstatt weiterhelfen könnte. Ja, das ist ein guter Tipp, dankeschön. So. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Toten, muss ich ausgraben, aber vergiss sie, hat er gesagt. Und tralala. Ja. Das vermag nichts Gutes heißen, wenn ich das so sagen darf. So, wie komme ich denn da oben hin? Komme ich hier vielleicht von hier aus dahin? Gibt es hier einen Eingang? Kommt man denn auf die Ebene da oben? Oh, hier ist glaube ich eine Alpha-Wand, oder? Ja. Oder ist hier irgendwo ein Eingang? Nee. Aber wie kommt man denn da oben hin? Sag mal. Okay. Jetzt ist hier auf einmal neblig. Okay, oder auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt da oben hinkommen. Das scheint irgendwie von da irgendwie eine obere Etage zu sein. Wo geht's? Also hier war der Typ, ne, der sich das Leben genommen hat. Puh.
Ich versuche nochmal irgendwie nach oben zu kommen. Oder müssen wir hier vielleicht irgendwie... Nee. Das ist auf jeden Fall da irgendwo, aber ich weiß, wie sollen wir denn da reinkommen? Hier vielleicht? Nee. Gut, wenn wir ein paar Sachen jetzt nicht mitnehmen, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Oder kommen wir da über... Nee, kommen wir nicht rein. Hier scheint es auf jeden Fall auch irgendwo da hinten hinzugehen, glaube ich. Hier sind wir schon... Oh, warte mal. Was ist denn hier? Hallo? Was sind denn meine Augen hier? Nichts. Nichts als wie einfach ein Raum, wo man nicht weiterkommt. Toll. Und hier hängt noch... Mh, oh, lecker. Oh, lecker. Mh. Hier gibt es Rattenspieß zum Mitnehmen. Gut, ich würde sagen, dann lassen wir das mal. Haben wir denn jetzt alle Fragezeichen hier? Ja, bis auf das. Wo ist denn das? Was muss da sein? Lass mich raten, das ist wo das, wo der Dietrich ist, ne? Ja, okay, alles klar. Das können wir also nicht machen. Das kann sein, dass da auch so Hinweise sind. Wie zum Beispiel Dokumente, die wir brauchen für die Story und so. Deswegen sollte man hier schon relativ gut alles absuchen, finde ich. Also ist jetzt meine Meinung. Ich meine Meinung. Oh, da liegt eine Schrotflinte. Und ich habe keinen Dietrich dabei. Verdammt, wir müssen unbedingt einen Dietrich haben. So, da gucken wir nochmal. Haben wir denn hier alles jetzt soweit? Da liegt noch die Leiche. Komisch, dass der hier ganz alleine war. Da scheint jemand zu sein. Aber wo ist der da? Ich sehe den gar nicht. Ach da, der sitzt da. Jetzt habe ich ihn gesehen. Der sitzt auch da. Gut, ist nicht schlimm. Lass mal ihn da mal sitzen. Gehen mal hier rum. In der Hoffnung, dass hier niemand ist. Erstmal. Ich höre schon wieder den Kirchturm. Ich habe schon Hallos. Weil hier ist ja gar keine Kirche. Aber der Soundtrack ist wirklich auch richtig, richtig gut. Finde ich. Da waren wir... Achso, da kommen wir nicht dran, ne? Genau, es war das Gebäude. Dann würde ich den vielleicht am Leben lassen. Oder... Ja, komm, weil unser Geisteszustand nimmt das ja mit, wenn wir Leute töten. Deswegen würde ich den jetzt einfach mal am Leben lassen. Und hier vorne ist auch schon das nächste Fragezeichen. Das muss hier irgendwo sein. Da. Oh, hier schläft jemand. Wir sollten ihn vielleicht nicht wecken. Wir haben ihn einfach gelootet. So. Haben wir noch ein Fragezeichen irgendwo auf der Karte? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles, ne? Ich glaube, wir haben... Ja, da unten ist noch was. Okay. Dann würde ich jetzt einmal hier den Bogen gehen auf der Straße. Unterwegs noch was mitnehmen, wenn wir was kriegen können. Kann ja sein, dass hier noch Sachen liegen, so wie hier. Vielleicht noch in Gebäuden eintreten oder so. Hier uns vielleicht noch irgendwelche Dinge... Hier zum Beispiel. Könnte ja sein, dass wir dort... Ja, guck mal eine an. Chemikalien. Dass wir dort ein paar Sachen finden. Da sind auch nochmal Chemikalien. Aber ich nehme jetzt alles mit, was wir kriegen. Ich habe immer nur so ein bisschen Angst, dass wir Besuch bekommen. Weil das ja auch ein Horrorspiel ist. Okay. Gut. Ansonsten ist hier nichts. Doch, da liegt noch was. Elektrikteile.
Manchmal ist es, glaube ich, ein bisschen besser, nicht die Kamera auszumachen, ja moin. Die Taschenlampe auszumachen, dann sieht man ein paar Sachen ein bisschen besser. So. Ich habe immer so den Gedanken, dass ich mich immer viel zu schnell bewege. So. Wenn ich rumlaufe, dass man nicht alles sieht und alles mitbekommt. Muss man vielleicht mal die Dings einstellen, mal so ein bisschen runterstellen. Steuerung. Steuerungsübersicht, Steuerungseinstellung, Sensibilität. Hier, ich mache mal auf 20. 10, 20. Oh, das ist mir ein bisschen zu langsam. Steuerung, Steuerungseinstellung. Ja, das ist ein bisschen besser. So, hier war nichts gewesen? Nee, okay. So. Gucken wir mal. Haben wir jetzt alles hier im Haus? Ja, ne? Hatten wir, glaube ich, ne? Ist mir doch ein bisschen zu langsam. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. So, warte mal. Lassen wir es doch mal so. Ziel umschalten. Nein, lalalala. Okay. So. Gut. Hier müssen wir übrigens gleich hin. Ach, guck mal hier. Unser Freund wieder, der Verkäufer. Oh, hier liegt was. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ein kleiner Jäger geht spazieren. Plötzlich kommt ein Hass daher und schießt auf ihn mit dem Gewehr. Peng, peng, peng. Oje, oje. Der kleine Jäger stirbt. Oh weh. Er kriecht nach Hause zurück und spricht: Begrabt mich tief und weckt mich nicht. Das ist ja ein sehr tolles Gedicht. Hier ist wieder DJ Bladman, der uns wieder irgendwas verkaufen will. Ну-ка стоять! Ты на территории Припятской братвы! Что? Где я? Братва! Ну! Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист? Как звать? Ich habe hier gelebt, bevor dieser Spinner überhaupt geboren war. Leugne es, bestätige es. Ich bin nicht in Stimmung, einen Fremden die Vergangenheit zu erklären. Ja. Да, я турист. Меня зовут Игорь. А что такое? Братва этим местом советует. Припятская братва, вот что такое, понял, а? И ты будешь подчиняться нашим правилам, турист Игорь. Что это за братва такая? Братва? Это... Ну, это Саня, Гриша, Олежка, Вован и Лёха. И Евгений. Интересно. И где все эти ребята? О, сейчас. Сейчас прикину. Саню арестовали. Гришу застрелили. Олег ёбнул... Нет, Олег разбился. Вован утонул, а Лёха передознулся. Вот. Только Евгений остался. Я так понял, Евгений... Это ты? Евгений? Это я. Последний герой. Теперь я и есть Припятская братва. И я тут правила устанавливаю. Понял, турист? Ага. Вроде понял. Ты тут правила устанавливаешь? Вот. Вот и ладушки. Ох, нравишься ты мне. Главное, запомни правило номер один. С нами шутки плохи. Никто не рискует связываться с Припятской братвой. А ты умеешь слушать. Я решил, тебе можно присоединиться к нашей банде. Можешь быть моим заместителем. Это большая честь. Спасибо. Alles gut, plauder mit ihm. Nee. Мне пора идти. Keine Zeit jetzt. Братва Форева, Игорь! Ja, ja. Ich werde mich an die Regeln halten. Schauen wir mal. Und das werden wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dann bei Chernobyl Light. Macht's gut. Tschüss.